Es wird Zeit für einen Lautsprecher von Sony. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute geht es um den Sony SRS XE200 Lautsprecher. Also von der Namensgebung her, Sony, da wird auf jeden Fall mehr gehen. Ich habe mir das Ding auf Amazon Warehouse bestellt. Der Lautsprecher ist genau so gekommen. Ohne Box, ohne Ladekabel, ohne Anleitung, ohne allem. Ich schicke ihn auch wieder zurück, weil das geht einfach nicht. Trotzdem habe ich mir gedacht, schauen wir uns das Ding kurz mal an und hören auch rein. So sieht der Lautsprecher aus. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Grau, Orange, Blau oder Schwarz. Das hier ist das Lautsprechergitter. Das ist extrem schmal. Dadurch soll man den Lautsprecher besonders weit hören. Das ist aus Stoff und der Rest oben, unten und die Seiten sind aus Gummi. Der Lautsprecher wirbt auch damit, dass er besonders stabil ist, wasserdicht nach IP67, staubdicht ist er auch und stoßfest angeblich auch. Werde ich jetzt nicht testen. Was mir aber extrem gut gefällt, eine Trageschlaufe. Also bei mobilen Lautsprechern ist sowas einfach ein absolutes Muss. Auf der Rückseite jede Menge Knöpfchen. Ein Aus, Ladeanzeige, Bluetooth, Playpause plus Anrufe annehmen. Denn der Lautsprecher hat ein eingebautes Mikrofon, das heißt, man kann ganz normal mit ihm telefonieren. Lauter, leiser, Bud, das ist sozusagen ein Energiesparmodus. Dadurch wird Bass weniger und Akkulaufzeit mehr. Und hier kann man eben das Mikrofon ein-ausschalten. Hier auf der Rückseite ein USB-C-Anschluss zum Aufladen. Der Lautsprecher unterstützt ein Schnellladeprogramm. 10 Minuten anstecken, 70 Minuten Musik hören. Gleichzeitig ist er ungefähr nach 4 Stunden voll aufgeladen. Und Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden, hängt natürlich davon ab, wie laut man hört, was man hört, wie auch immer. Trotzdem 16 Stunden für so ein kleines Ding ist doch recht viel. Zu dem Lautsprecher gibt es auch noch, wie bei fast allen Lautsprechern mittlerweile, eine App. Dort kann man dann ein Software-Update machen, ein paar Sachen einstellen. Damit will ich euch aber hier jetzt nicht belästigen. Was ist das Wichtigste an einem Lautsprecher? Sound. Darum würde ich sagen, wir beginnen auch gleich einmal mit dem Soundcheck. Hier vorne kommt jetzt die Musik raus. Ich gehe mal auf 50% Lautstärke. Okay. 80 ungefähr. Eieieiei. 100. Bevor ich etwas dazu sage, gehen wir mal zum nächsten Lied. Irgendwas mit Stimmen. 70%. Probieren wir noch ein drittes Lied mit richtig tiefen, satten Bässen. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass der tiefe, satte Bässe rauskommen. Ach, das ist grauenvoll. 100%. Eieieiei. Also 100% brauchen wir gar nicht probieren. Sony, 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 was ist denn da schiefgelaufen? Das war noch nicht einmal der Modus ohne Bass. Machen wir mal den ohne Bass. So. Wer braucht das? Wer? Ich meine, Strom sparen, schön und gut, ich stelle ihn wieder um. Boah, das klingt ja richtig, als würde da richtig tiefer, starker Bass rauskommen. Tut aber nicht, also im Nicht-Bass-Modus, sondern Energiesparmodus, klingt er wie ein 10 € Kinderlautsprecher und ansonsten klingt er auch nicht sehr gut. Also bassmäßig kommt da eigentlich gar nichts raus, also tiefer, satter Bass, gar keiner. Es ist dieser komische, ich weiß nicht, wie man ihn nennt, mittlerer Bass, Hohlbass, also es ist auf jeden Fall Mist. Von den Höhen und von den Mitten her ist er okay, aber jetzt auch nicht überragend lautstärkemäßig. Das ist ein riesengroßer Punkt. Und auf Distanz habe ich auch schon ausprobiert. Er ist laut für die Größe. Ja, viel lauter als die Konkurrenz oder überhaupt lauter. Nicht wirklich. Also von dem her, ich meine, ich habe mich schon gewundert. Der Lautsprecher ist nicht super alt. Ich habe ihn jetzt auf Amazon Warehouse um 50 € ergattert. Listenpreis sind 150 € und er ist auch oft im Sale um die 90 bis 100 €. Ganz neu.
Das hat meistens einen Grund und ich verstehe den Grund, denn dieser Lautsprecher klingt echt nicht gut. Also für 150 Euro Finger weg, 100 Euro eigentlich auch noch Finger weg, für 50 Euro, ja, dann kann man ihn schon kaufen. Aber in Wirklichkeit würde ich davon abraten. Hätte ich nicht erwartet. Ich hatte auch den großen von Sony, mit dem war ich eigentlich sehr zufrieden, fand ich auch recht cool. Der kleine kann aber recht wenig. Falls ihr Ideen habt, welche Lautsprecher ich noch testen könnte oder als nächstes testen soll, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!